gespielt. Auch als ich es damals spielte, war ich auch nicht sonderlich gut. So. Ah, das ist noch ein Vogel, Mama. Okay. Heppa, oh oh. So, noch mehr Lebenkugeln. Oh, wir haben gleich 100. Kann ich das verlorene Leben wieder ausgleichen? Wow. Wow. Ah, mein Gott, ey. Und da ist das hinzugewonnene Leben direkt schon wieder weg. Aber hier gibt's Continues. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Zack. Ah, boah, ey. Hier fehlt mir noch der Blick dafür, wo ich lande. So, jetzt aber. Puff. Auf Kreis schießt man. Allerdings habe ich jetzt keine Munition mehr. So, so. Sehr gut. Und Vogelmama. Geheimnis. Wenn man Geheimnis findet, schreit der Geheimnis. Ich hoffe, ich kann euch hier ein Bonuslevel zeigen, weil das ist, die Musik da ist echt einfach nur verdammt cool. Also hat einen richtig geilen Soundtrack, das Spiel eigentlich. Ziemlich unüblich, alternativ. Aber er hat irgendwie doch Stil. So, so. Hurri! Zack. Sehr gut. Wahrscheinlich habe ich schon einiges übersehen, aber was soll's. Wenn man 3 von diesen Quill einsammelt, gibt's einen Bonuslevel. Und hier gibt es immer 2 Möglichkeiten für die Teleporter. Ich weiß nicht, ich habe einfach früher immer gedacht, rot ist schwerer. Deswegen nehmen wir das auch. Ne, wie es wirklich ist, weiß ich nicht. Ob es da überhaupt ein schwereres gibt als das andere oder ob da einfach nur unterschiedlich sind. Keine Ahnung. So, da habe ich gerade noch Fenster zugemacht, weil die Kirchenglocken angefangen haben zu bimmeln. Übrigens, frohe Weihnachten. Wir haben jetzt Heiligabend. Und mir fällt nichts Besseres ein, als ein Let's Play zu machen. Ist das nicht schön? Wow, wow, wow. Das war knapp. Wow. 4 Leben, nö. Eigentlich ziemlich schlecht. Ich habe mit 5 begonnen. Oh, 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 oh. Ich glaube, da war irgendwas. Irgendwo kann man da reinfallen. Okay. So knapp. Muss ich wohl noch weiter hoch. An die ersten Level kann ich mich sogar noch relativ gut erinnern. Ah. Bei Strider habe ich gesagt, ich hasse Aufzüge. So. Okay. Schon noch irgendwo wird. Ah, wieso komme ich da nicht hoch? Ah, okay. Boing. Her damit. Oh, zack. 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 Nehmen Kugel. Ich habe Angst, dass ich hier ungewollt in den Teleporter springe und das Level beende. Das will ich ja noch gar nicht. Und das sind solche Lebenkugeläffchen, wenn man die zerstört, geben die eine Lebenkugel her. Eigentlich die einfachsten Gegner. Und da ist schon der zweite Quill. Hurra! Hepp. 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 So, wie ich auf das Spiel aufmerksam wurde, deswegen nenne ich das auch einfach mal Geheimtipp. Also ich kenne kaum jemanden, der das Spiel wirklich besitzt. Aber mein damaliger bester Kollege hat das zum Geburtstag geschenkt bekommen.
Damals noch für den vollen Preis, also 100 Mark haben die, glaube ich, gekostet, die Spiele damals, die neuen. Und ja, seine Schwester hat sich eigentlich viele Gedanken da gemacht. Sie hat gedacht, er würde sich darüber richtig freuen. Allerdings sind Jump'n'Runs nicht sein Genre gewesen. Und guck mal. Und auf jeden Fall habe ich das dann gespielt so lange und ich fand das richtig cool eigentlich. Einfach nur richtig geil. Und dann habe ich das gespielt und habe ich mir gedacht, okay, das willst du auch haben, das Spiel. So, jetzt habe ich hier gerade eigentlich ziemlich Mist gebaut, weil ich da runtergesprungen bin. Aber ich meine, man kann da rechts in die Wand reinspringen. Irgendwo. Ah, habe ich es doch gewusst. Habe ich es doch gewusst. Hep. Ah, boah, wow, es war schon wieder so knapp, ey. Hier ist nämlich auch ein Teleporter. Zack. So, hier hat das, glaube ich, irgendwas mit. Hier kommen, glaube ich, Blitze ins Spiel. Oder war der erst im nächsten Level? Zack. Wow. Auch da. Und noch ein Halo. Wenn ich schon eins habe und dann noch eins einsammle, bekomme ich 5 Lehm, Sachen. Lehm, Hoff. So, zack, zack. Wow. Da war noch ein Gegner. Ah. Nein. Boah, du blödes Stück. Echt, ey. Also übrigens unser Protagonist. Was das darstellen soll, ich habe nicht die geringste Ahnung. Jedenfalls verdammt lange Arme und Beine und es wirkt verdammt schlaktig. Und ich glaube, Neverhood hat auch schon... Das heißt, ich glaube, ich bin mir sicher, dass Neverhood schon zuvor ein Adventure namens The Neverhood rausgebracht hat. Da kommt der Clayman hier auch schon vor. Und der heißt auch übrigens Clayman. Übersetzt wie Knete-Mann, also ein Mann, der aus Knete gemacht ist oder Lehm-Typ oder so, weiß nicht. So. Ich freue mich hier noch mein Halo ab. Ah! Wow, wow, wow. So, gehen wir einfach mal weiter. Der schießt jetzt hier 2 Dinge raus. Und jetzt kann ich da drunter durch. Und der macht das genauso. Hep. Und ein Geschenkball. Wenn ich da drauf springe, gibt er mir 5 Lehmkugeln. Jetzt sind nicht immer 5 Lehmkugeln, aber... Das variiert auch mal. Aber in diesem Fall wusste ich, dass es noch 5 Stück... Ach, Schmuckreise. Aber halb so wild. Ich bekomme gleich wieder ein Leben. Erstmal mal das hier. So. Jetzt gehen wir mal da links hoch. Gucken, was uns hier erwartet. Hep. Hep. Uff. Okay. Ah, der dritte Quirl. Geheimnis. Ein Halo. Din, di, di. Oh. Kopf gestoßen. Ich finde die Musik, die hat echt irgendwas. Beep hop, beep hop, beep hop. Ah! Na, nein, du blödes Stück, ey. Ich kann mir übrigens nicht kaputt machen, diese Roboter. Also ich nehme das extra Level. Man achte sehr auf die Musik. Wow.